Moin Moin und herzlich willkommen hier bei CheesyStube zu einem neuen Video über den Camcorder der Firma Canon. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr denn Einstellungsmöglichkeiten selbst, also manuell, vornehmt. Und das ist der sogenannte, beim Film natürlich, der sogenannte M-Modus bei dem Camcorder. Ihr seht das hier an diesem Rädchen oder an diesem Schalter. Den packt ihr einfach auf M, dreht das Gerät rum, wir drücken auf den Power-Button. Und kommen nun sogleich, wenn das Ganze geladen hat, hier in diesen Modus. Ja, keine Speicherkarte, ich bin gerade auf dem Fotomodus, das lässt sich aber ganz leicht ändern. Wir gehen einfach hier unten auf das Videosymbol. Damit habe ich euch auch gleich gezeigt, dass ihr hier unten einfach wählen könnt zwischen Fotofunktion, wo ich noch ein extra Video zu mache, und Videofunktion. Ihr seht hier zum Beispiel im Bild das interne Mikrofon, wie denn das zurzeit geregelt ist. Und hier haben wir den Zoom. Hier können wir von Anfang an manuell zoomen. Dann klicken wir hier auf Start oder gehen einfach wieder hier auf dieses X, um aus dem Menü rauszukommen. Jetzt aber zum interessanten Teil. Wir gehen hier auf Funktionen und wir haben nun hier eine Menge Einstellungsmöglichkeiten. Ich werde die hier im Video nicht genau durchgehen, sondern werde dazu noch ein extra Video machen, das ihr ebenfalls auf NewHow findet. Das Einzige, was ich hier nun erläutern möchte, ist dieses kleine Ding hier, das nennt sich das Menü. Da werden die meisten Einstellungen vorgenommen. Dazu gehen wir hier einfach mal in die Mitte. Und was nämlich ziemlich wichtig ist, wenn wir auswählen, wie qualitativ hochwertig unser Film denn sein soll. Wir haben hier den sogenannten Aufnahmemodus. Ich hoffe, ihr seht das. Ich schaue gerade so. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Wenn wir hier drauf gehen, können wir auswählen, ob wir denn den Modus SP, LP, XP+, FXP oder MXP haben wollen. Was genau das bedeutet, weiß ich jetzt nicht. Hier oben seht ihr, wie lange wir denn in dem jeweiligen Modus aufnehmen können. Wenn wir auf LP gehen, sehen wir schon, haben wir eine sehr lange Aufnahmezeit. Wir haben hier 5 Megabyte Bit pro Sekunde. Und bei MXP haben wir viel mehr und können aber auch nur 5 Stunden und 41 Minuten aufnehmen. Wir sehen auch hier diesen Hinweistext, Erstellung von AVC, HD, DVDs mit Szenen aus diesem Modus ist nicht möglich. Wenn wir auf FXP gehen, na, ist das Ganze wieder möglich. Das hier ist eigentlich so eine der wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten. Dann haben wir natürlich hier noch Einstellungen wie Selbstauslöse und so weiter. Aber wie gesagt, dazu werde ich noch ein extra Video machen. Auf jeden Fall könnt ihr in diesem M-Modus im Vergleich zum anderen Modus, dem Dual Shot, könnt ihr eure Einstellungen alle selber vornehmen, also auch so Sachen wie Weißabgleich. Das heißt, ihr könnt euch praktisch eure Umgebung individuell und richtig anpassen. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr auf Geholfen klickt oder sonst irgendwie mir Unterstützung zukommen lasst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage, haut rein! Cheia de cheiro e tempero só pra provocar.